Tag auch und willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ja, es wird mal wieder Zeit, glaube ich. Ich habe gar nicht so viel aufgebraucht. Fragt mich nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich einfach daran, dass ich zu viel Zeug besitze. Aber ja, ein paar Sachen sind leer geworden und die wollte ich euch jetzt eben schnell zeigen, damit ich sie endlich wegwerfen kann. Und ich fange mal an mit einer Waschlotion, die ihr bei DM kaufen könnt. Und zwar ist das die Balea pH hautneutrale Waschlotion. Kann man irgendwas erkennen? Ja. Die kostet, glaube ich, 79 Cent oder so. Und die eignet sich sehr gut zum Abschminken, zum Pinselwaschen. Und ja, ich mag die in der Tube, die ich euch letztens gezeigt habe, allerdings noch lieber. Mich nervt einfach an der. Also ich finde, bei der finde ich den Preis okay, den Geruch okay, sie reinigt auch gut. Aber dass man so oft pumpen muss, bis man genug auf der Hand hat, das stört mich so ein bisschen. Das geht mit der Tube einfach schneller. Und ja, ich hatte die jetzt meistens in der Dusche stehen und habe sie dann morgens, wenn ich geduscht habe, einfach nochmal schnell mein Gesicht damit gewaschen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie nachkaufen werde, aber... Ansonsten, ich habe daran sonst nichts auszusetzen, ist ein gutes Produkt. Dann aufgebraucht das Feuchtigkeitsbalance-Shampoo von Ghoul. Das habe ich euch, glaube ich, irgendwann mal in einem Haul gezeigt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es ist für normales bis trockenes Haar. Es ist mit Weizenkeimöl. Kostet zwischen 3 und 4 Euro, glaube ich. Schlag mich nicht, wenn ich lüge. Aber ja, es ist ein gutes Shampoo. Ich habe allerdings auch gehört, dass viele Leute Ghoul-Shampoos irgendwie nicht vertragen. Ich habe es eigentlich ganz gut vertragen und ich finde, es riecht ganz, ganz toll. Ich muss nochmal gerade, um mir diesen Geruch nochmal in Erinnerung zu rufen. Das riecht irgendwie so ein bisschen nach Sommer und Sonnencreme irgendwie. Also total lecker und angenehm. Und ich denke mal, dass ich mir das auch nochmal nachkaufen werde. Ich muss allerdings erst ein paar Shampoos leer machen, bevor ich das nachkaufe. Ansonsten, das sind auch so mehr oder weniger Konzentrate, meine ich. Man braucht wirklich ganz, ganz wenig davon. Und das finde ich gut. Das finde ich dann rechtfertigt das auch den Preis wieder so ein bisschen. Und ebenfalls für die Haare von John Frieda das Frizzies. Die Frizzies tägliche Wunderkur. Kaufe ich mir auch immer und immer wieder nach. Die ist mit Hitzeschutz. Ich mache das immer vor dem Föhnen in meine Haare. Also nach dem Waschen direkt. Ja. Und ja, wie gesagt, dann föhne ich. Und dann, bevor ich glätte, gebe ich nochmal einen separaten Hitzeschutz in meine Haare. Den von Lee Stafford, den ich auch schon ein paar Mal gezeigt habe. Die haben irgendwann mal irgendwas dran geändert. Also die Verpackung war dann plötzlich neu und sie riecht auch ein bisschen anders. Ich meine, der Geruch vorher gefiel mir besser, aber der ist auch okay. Pflegt die Haare halt nochmal ein bisschen zusätzlich, entwirrt. Ja gut, bei meiner Haarlänge muss das nicht unbedingt sein. Aber ich mag das Zeug echt gern und ich möchte eigentlich nicht mehr darauf verzichten. Ich habe ja so viele Wunderkuren ausprobiert von Ghoul und von Elvital. Aber zu der komme ich eigentlich immer wieder zurück. Hin und wieder gibt es sie auch mal bei Rossmann im Angebot. Und Mädels aus Osnabrück, falls ihr es noch nicht gesehen habt, bei uns in der Innenstadt, in der alten Irrplatz-Filiale in der Großen Straße, wird bald ein Rossmann eröffnen. Ich freue mich. Dann kann ich da immer meinen Nachschub kaufen, wenn die im Angebot ist. Kommen wir zu einer Augencreme. Und zwar habe ich die mal irgendwann als Probe bekommen oder als extra Goodie. Ich weiß es nicht mehr genau, bei einer Douglas-Bestellung, keine Ahnung. Es geht um die Clinique Repair Wear Intensive Eye Cream. Hier waren jetzt 7 Milliliter drin, also es ist nur so eine kleine. Aber ich bin damit echt lange ausgekommen. Ich habe die jetzt immer abends verwendet. Man muss ja immer das leere Ding reinhalten, ne? Ja, ich habe die immer abends benutzt. Und ich finde die echt gut. Also die Konsistenz fühlt sich sehr gut an. Die zieht gut ein. Na gut, abends ist das ja eigentlich egal. Aber ja, also ich fand die eigentlich echt schön. Ich mag diese geligen Konsistenzen überhaupt nicht. Ich glaube, ich brauche immer so ein bisschen mehr Pflege an meinen Augen.
Und wenn sie nicht so schrecklich teuer wäre, würde ich sie mir vielleicht sogar nachkaufen. Aber so muss ich mal gucken, was ich jetzt als Alternative benutze. Leute, empfehlt mir bitte Augencremes für abends. Für morgens habe ich meine Origins Ginseng. Die liebe ich auch total, aber ich brauch einen Ersatz, der ein bisschen günstiger ist vielleicht. Danke. Und dann, das hatte ich mal zugeschickt bekommen, Manhattan hatte so eine Aktion auf Twitter und dann haben sie diese neuen Clearface-Produkte verschickt. Das war eins davon. Das ist jetzt das Waschgel gegen Pickel. Das habe ich immer benutzt beim Abschminken. Ich habe immer erst das von Balea benutzt und komplett mit Augen abgeschminkt und das nochmal zusätzlich zweite Runde ohne Augen, weil das darf man an den Augen nicht benutzen. Es ist antibakteriell, soll das Hautbild verfeinern und den Hautglanz vermindern. Manchmal habe ich es auch morgens benutzt, wenn meine Augen ja eh abgeschminkt waren, konnte ich das ja dann morgens beim Duschen auch so mal benutzen. Meine Haut ist okay. Ich habe jetzt nicht so die Probleme mit Pickeln hin und wieder. Klar habe ich auch mal einen Pickel, aber ich habe jetzt nicht so die Probleme. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich gut hilft bei Pickeln. Dazu kann ich nicht viel sagen. Was mich an dem aber tierisch gestört hat, war dieser penetrante, süße Geruch nach Fruchtgummi, Red Bull, so die Richtung. Ganz furchtbar. Also das ist so ein Geruch, den will ich in so Produkten einfach nicht haben. Also es ist für mich kein Nachkaufprodukt. Einfach schon alleine aufgrund dieses Geruchs. Und weil ich halt mein Balea-Waschgel habe, was ich halt auch an den Augen benutzen kann, dann brauche ich halt sowas nicht. Wenn ihr das aber habt und es toll findet, dann schreibt es gerne in die Kommentare für die anderen, die vielleicht auch mit Pickeln zu kämpfen haben. Ist vielleicht eine kleine Hilfe nochmal für die. Das waren jetzt nur fünf Sachen. Ich hoffe, das war trotzdem ein schönes Video für euch und vielleicht ein bisschen hilfreich. Ich muss mal gucken, was ich jetzt so aufbrauchen kann. Wie gesagt, so Duschgels und so ein Kram möchte ich eigentlich nicht in die Kamera halten, weil Duschgel ist auch mehr so eine Sache. Wen interessiert's? Ja, ich muss dringend was leer machen, glaube ich. Schickt mir eure Aufgebraucht-Videos als Videoantwort. Ich freue mich. Schreibt mir mal, wenn ihr irgendwas von den Sachen auch habt, wie ihr die Sachen gefunden habt. Und wie gesagt, eine Augencreme. Ich brauche dringend eine neue Augencreme. Ja. Dann bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und genau, da wollte ich noch sagen, ganz viele Leute schreiben mir, ihr kriegt meine Videos nicht angezeigt auf eurer Startseite. Deswegen twitter ich immer und poste die Videos auf meiner Facebook-Seite. Bettle darum, dass ihr sie teilt. Einfach weil so viele die gar nicht angezeigt kriegen. Und das ist ja ein bisschen schade. Ich gehe immer auf meiner YouTube-Seite oben rechts auf meinen Namen. Dann geht ja dieses extra Feld auf und dann klicke ich auf meine Abos. Und darüber sehe ich dann immer die neuen Videos der Leute, die ich abonniert habe und kann mir die Videos immer angucken. Ich finde, da werden die immer besser angezeigt als auf der Startseite. Nur nochmal als kleiner Tipp. Ja, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.